Mutter, ich muss dir heute gestehen, neulich hat mich Jean-Pierre gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzugehen, mit ihm auf die Kaninchenjagd. Er hat mir immer schon gefallen, drum ging ich mit, auch weil ich fand, in der Natur ein bisschen knallen ist für Kaninchen nur riskant. Und zwei Gewehr im Futterale machte sie viel mir sehr, drum sagte ich verschiedene Male, hübsch ist so ein Gewehr. Das ist was Feines, sagte Jean-Pierre und lachte hell. Und sein Papa hätte auch so eines, freilich ein älteres Modell. Drauf sagte ich ganz hingerissen, weil ich von Neugier fast beginne. Kommt du's heraus, jetzt will ich's wissen, wie funktioniert denn so ein Ding? Kein Kavalier lässt lang sich bitten, drum zeigte er's gleich her. Eins steht ja fest, ganz unbestritten, hübsch ist so ein Gewehr. Mehr von diesen Dingen, aber noch keins zum Greifen nah. Ahnungslos hielt ich's in den Fingern. Mutter, du staunst, was da geschah. Plötzlich im hellsten Sonnenschein war für mich auch das weiche Moos. Im Fallen dachte ich nur das eine, lass das Gewehr jetzt bloß nicht los. Dann sah er sanft auf mich hernieder, sonst weiß ich gar nichts mehr. Nur als der Schuss fiel, dachte ich wieder, hübsch ist so ein Gewehr. Danach das Bild war gar zu niedlich, schliefen wir in der Mittagsflut. Und zwischen uns war still und friedlich, immer noch sein Gewehr geruht. Dann sind wir heim ins Dorf gegangen.